Grüß dich miteinander, hallo und herzlich willkommen zu einer eher ganz spontanen OMSI-2-Folge. Ja, vor einigen Tagen, genauer gesagt vor 2 Tagen, ist im Adventskalender eine neue Karte erschienen. Das war ja von Samstag auf Sonntag, am 3. Advent. Eine Webdisk, die schweizerische fiktive Karte Neunkirch. Wir stehen gerade am Bahnhof von Wattwil. Wattwil ist echt ein großer Bahnknotenpunkt. Hier die Strecke der ehemaligen Bodensee-Toggenburg-Bahn. Heute Südostbahn durch den Rickentunnel hinunter nach Rapperswil am Zürichsee. Die Strecke nach Nesslau-Neu-St. Johann von der Turbo betrieben. Sowie die Strecke der Turbo in Richtung Wil an der Strecke St. Gallen-Zürich. Sowie weiter durch den Wasserflumtunnel nach St. Gallen und Romanshorn am Bodensee. Ja, wir fahren die Linie 727, die geht 22 Minuten, das passt für eine neue Folge OMSI 2 vollkommen. Wir fahren von Wattwil Bahnhof nach Neunkirch Bahnhof mit dem Iveco Crossway LE in der 12 Meter Variante. Das mal hier anschnallen, warum geht das hier wieder nicht? Ach ja, bei Oxy habe ich wieder so weit nach hinten gepackt. Da müssen wir uns mal eben so anschnallen, passt wunderbar. Starten wir mal dann Auto. Bus. Machen wir Licht an. Passt hervorragend. Ja, so acht, sonst motzen die gleich hier wieder. Leider sprechen die Leute hier nicht Schweizerdeutsch. Das kann man sich aber ganz leicht ändern. Ich denke mal, in Luzern haben die, glaube ich, Schweizerdeutsch gesprochen. Das habe ich jetzt aber nicht gemacht. Das kann ich mir auch selber machen. Also kann jeder für sich selber machen, der natürlich das Luzern-Add-on besitzt. So, Route 3 war das. Neunkirch müsste. Passt. Perfekt. Stein-Neunkirch. Passt. Hervorragend. So. Ich fahre für unseren Busbetrieb Elite Busreisen. Machen wir mal den Chat hier aus. Zack. Machen wir Heizung hier an. Ja, machen wir 20 Grad. Letztes war das schon wieder zu warm für die Leute. Wahnsinn. So, Kamera. So, ich denke mir mal, das passt soweit alles. 3 Minuten geht's los. Neue Version von Oxy ist ja auch letztens erschienen. Ich bin die Karte noch nicht gefahren. Schauen wir mal. Bussteig 2 ist hier, ne? Müsste, ne? Ja. Ah, da steht schon Neunkirch, ja. Da, passt. Ist das hier jetzt Steig 2, oder was? Ah doch, da. Ja, dann fahren wir da mal hin. Einmal um den Pudding hier. Tag. Hallo. Hallo. Ja, in der nächsten Zeit kommt ja so einiges Neues für OMSI ja raus. Oh, da kommt gleich auch ein Bus nach Rapperswil und nach Lichtensteig. Guten Tag. Da kommt ja jetzt der O560. Das müsste der Intoro-Bus sein. Auf den freue ich mich auch schon sehr. Und ja, mal schauen, was noch im Adventskalender kommt. Irgendwann müsste ja auch, denke ich mal, Thüringer Wald kommen mit dem Setra. Bin ich echt mal gespannt. Das können wir auch ausmachen. Boah, jetzt nicht. Ah, Ansagen gehen auch. Postauto Ostschweiz begrüßt Sie im Postauto nach Stein.
Neunkirch. Nächste Haltestelle. Wattwil. Spital. So eine komische Ausfahrt hier, ey. Na, ja, bin ich auch schon mal gut, dass jetzt Minimap für die Karte ist. Also die gibt es ja schon im BBS, deswegen habe ich sie auch für den Betrieb. Weil die Hilfspfeile doch ziemlich verwirrend hier sind. Ich habe hier Standard-Busse rumfahren, weil da gab es so einen Automatik-Mod. Den habe ich mal bei ähnlich heruntergeladen für den Adventskalender, weil so einen Mist brauche ich nicht. Aber jetzt brauchte man das doch, da habe ich gesagt, das ist mir jetzt auch dann scheißegal. Ja, wie gesagt, Bremen braucht man ja für das Add-on hier. Stopp. Ciao. Guten Tag. Hallo. 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 Hier rein. Wollte schon gerade ausfahren, ey. Nächste Haltestelle. Wattwil, vorderer Hummelwald. Ja, die Ansagen finde ich jetzt persönlich nicht so der Burner. Hören sich mir so an, als würde der jetzt neben mir sprechen, mir ins Ohr flüstern. Ja, ich war dieses Wochenende mit einem guten Kumpel in Hamburg gewesen, war wieder richtig schön. Waren wir im Miniaturwunderland gewesen, dann natürlich noch auf der Reeperbahn. Nein, ich habe da nicht meinen 405er hingestellt, um da ein Video zu drehen. Aber wir sind so an Punkten angekommen, wo man da gesagt hat, ach, vor 10 Jahren habe ich hier das Video gemacht mit der 688, mit dem 405er da. Und mit den schönen alten VH-Ansagen noch. Und da denkt man schon so ein bisschen auch manchmal zurück und denkt sich so, ach ja, das war noch eine ganz andere Zeit und so weiter. Und ja, war auf jeden Fall richtig schön in Hamburg, Miniaturwunderland auch. Den neuen Abschnitt Südamerika haben wir geguckt. War richtig cool, mal wieder da zu sein. Hotel war auch super, wir waren im Holiday Inn. Am Berliner Tor, falls ihr das kennt. Ein sehr gutes Hallo. Hotel. Sehr schön gelegen, angenehm. Bisschen U-Bahn gefahren. Ja, aber U1 bin ich jetzt nicht gefahren. Also die ganze, weil da war ja auch Schienenersatzverkehr und sowas und deswegen, aber mit U-Bahn sind wir auf jeden Fall auch gefahren, so ist es nicht. Bus natürlich auch. Nächste Haltestelle, Wattwil, hinterer Hummelwald. Und jo, war auf jeden Fall schön. Hamburg ist sowieso eine schöne Stadt. Ja, natürlich auch vom Weihnachtsmarkt ja auch gewesen, Glühwein getrunken und natürlich auch auf den berühmtesten Weihnachtsmarkt in Hamburg, natürlich den auf St. Pauli an der Reeperbahn. Der war natürlich der Burner. Also der hat mir am allerbesten gefallen. Natürlich auch ein Penny gewesen. Also Pennymarkt an der Reeperbahn. Das war wieder der Hammer. Ist richtig schön. Ja, die Karte sieht soweit ganz gut aus. Mit einem Kumpel bin ich hier schon gefahren. Die sind wir kurz gefahren. Ist halt Überland, ne?
hätte natürlich jetzt ein Postauto-Repaint nehmen können, aber ich habe, wie gesagt, im Betrieb haben wir das Repaint halt nicht. Es kostet jedes Mal Geld, das hier umzulackieren, ne? Ja, erstmal durch da. Hallo. Hallo, guten Tag. Hallo. Was soll ich denn bezahlen? Was sollst du bezahlen? Geld. Ja, die wird mit Euro gezahlt, nicht mit Franken. Hätte ich mir auch ändern können von Luzern, aber... Sollte ich nochmal ein Let's Play von der Karte machen, dann mache ich das. Das ist jetzt... Aber schön finde ich hier die Haltestellen, Schilder, Postauto. Ja, heute fährt mal Westfalenbus, ne? Hallo, morgen. Subunternehmer heute, Leihbus. Bei Luzern habe ich damals bekommen fürs Let's Play. Deswegen habe ich das auch. Nächste Haltestelle, Stein, Stahlwerkstraße. Na gut, vielleicht mache ich vielleicht nochmal ein Video von der Karte, vielleicht auch mit dem neuen Bus da, der da kommt. Dann kann ich das alles mal einfügen, ein bisschen, dass es ein bisschen authentischer hier kommt. Und das ist jetzt zufällig entstanden, ich wollte die Tour fahren, habe ich gesagt, ach komm, weißt du was, machst ein Video von der Karte gleich, da hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dann hast du mal wieder was für deinen Kanal. Und ihr habt auch wieder Spaß, könnt ihr euch von der Karte überzeugen, falls ihr es nicht geschafft habt, die herunterzuladen. Weil die ganzen Downloads werden ja dann nach Heiligabend, also wenn der Adventskalender endet, wieder, also für alle freigeschaltet. Und einen passenden Überlandbus habe ich jetzt auch irgendwie nicht gefunden. Mit dem Schaltwagen wollte ich jetzt auch nicht fahren. Da habe ich gesagt, ach komm, fahren wir mit dem Iveco. Ja gut, die ganze Minimap ist jetzt ja auch noch nicht richtig, aber Hauptsache die Linie ist eingezeichnet. Aber schön hier die originalen Schweizer Schilder. Also hier links, ne? Hier links, ne? Ups, hei. Vor lauter Gerede vergesse ich hier, wo wir abbiegen. Was denn? Ich kann ja kaum die Spur halten. Können Sie sich nicht mal ein bisschen Mühe geben? Nee, kann ich nicht, sorry. So, wir fahren jetzt geradeaus, genau. Stein! Steinen oder was? Stein, hallo. Genau, wir fahren geradeaus jetzt. Ach komm. Mein Gott, Alter. Na, hier halten wir jetzt. Fahr ich hier lang jetzt links oder was? Tag. Oder da lang. Ich glaube, da fahre ich lang geradeaus. Ja, ja, genau. Gut. Okay. Haben wir noch ein Foto hier. Thumbnail. Ah, oh, passt hervorragend. Hui, zack. Ich hätte da abbiegen müssen, das ist mir auch egal. Ey. Abbiegen, wo ich will. Nächste Haltestelle, Steinsandgalle, Bahnhof. Naja, immerhin steht da Stein SG, St. Gallen. Nicht, Rathaus Spandau. Das ist ja schon mal gut. Stimmt, jetzt weiß ich, wofür das SG steht. Ich wunderte mich immer an den Bahnhöfen der Turbo, dass da steht immer SG. Jetzt weiß ich, wofür das SG steht. Turbo Flirt hier. Turbo GTB. Ja, ja, ja. Nächste Haltestelle. Stein.
Gemeindehaus. Naja, gut, die Ansagen gehen. Jetzt nicht der Burner, aber besser wie als... weiß Gott was. Nächste Haltestelle, Oberwil am Maisfeld. Ja. Mal rüber, ja. Links, zack. Hui, um da. Tag. Oh, einmal Fahrkartenkontrolle hier. Oh, da habe ich die Franzi dabei. Die Franzi. Aber ich muss ganz ehrlich mal sagen, es gibt schlimmere Karten wie die hier. Die ist für die Verhältnisse ganz gut. Muss ich sagen, also Download auf jeden Fall. So, was ist hier wieder los? KI-Verkehr wieder zu blöd? Ah, NG, hallo. Ja, heute mal mit Spandau-Lack. Weil bevor ich mir die ganze AI-Liste da umändere, da habe ich jetzt gar keine Lust gehabt. Das ist auch ein Aufwand. Da muss ich da die Busdateien da und immerhin drei Schwarzfahrer. Wo ist Billett? Der hat ja wohl voll einen an der Pfanne. Du fetter Busfahrer! Halt's Maul da hinten! Ist ganz gleich Lofe. Genau, raus hier. Tschüss! Ich bin mal gespannt, was noch so kommt in der nächsten Zeit. Gut, jetzt kommt der U560 da. Bin mal gespannt, was nächste Woche im Adventskalender ist. Nächste Woche ist ja schon der 4. Advent. Bin gespannt, ja. Also ich habe ja gehört, der C2 von dem X soll ja irgendwo drin sein. Das habe ich ja mitbekommen. Ich lasse mich da überraschen. Steht der Dreieck 22 definitiv, denke ich mal, hoffe ich. Mal gucken, wann das Thüringer Wald-Add-on kommt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, der Ofen von der 60, der müsste von Pedro gemacht werden, denke ich mal. Wenn ich falsch liege, schreibt es in die Kommentare, dass er vielleicht auch den Setra-Patch gleich mitliefert, ne? Zwei Fliegen mit einer Klappe, ne? So wie ich jetzt hier mit dem Video. Macht's eher mit dem Bus. Schauen wir mal. Anzeige brauchen wir nicht. Wofür? Ja, mit der Minimap ist besser zu fahren jetzt als mit den Hilfspfeilen, weil da sind halt nicht diese roten Hilfspfeile, diese orange, sondern die normalen, die ihr erkennt. Die sind da ein bisschen durcheinander. Hallo. Hallo. Aber so, ich muss ganz ehrlich mal sagen, in der letzten Zeit, also das, was jetzt im Adventskalender erschienen ist, die Karte, das ist das einzigste und erste, das, was ich mir heruntergeladen habe, also im Adventskalender.
Weil, was davor alles rauskam, das war, sage ich jetzt ganz ehrlich gesagt, absoluter Müll. Also das, dann solche Mods wie, ja, dunkle, repaintbare Scheiben für einen Neoplan da, also, da habe ich mich echt gefragt, sag mal, für so eine alte Wichsgurke, Alter, noch sowas, aber da habe ich mir echt gedacht, Leute, also, das war wirklich das Erste, wo ich sage, jo, das habe ich mir mal runtergeladen, das war mal ein Download wert hier, Neunkirch, aber das davor, das war, dann Grund auf Umbau, ja, nee, ist klar. Also dann irgendwelche Repaints, Alter, da denke ich mir auch nur, jo, alles klar. Hallo, naja. Hallo, guten Tag. Hallo, hallo. Ah, siehst du, direkt rot. Kriegen die Autofahrer, dann kann ich raus. Perfekt. Sehr gut. Na gut, hier ist jetzt die Minimap jetzt nicht, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ah, schön, die haben auch dann rot, da kann man schön ausholen. Sehr gut. Schick. Nächste Haltestelle, Bütschwald, Dorf. Na gut, in der Woche, was jetzt kommt, ich denke, da wird jetzt nichts großartig drin sein im Adventskalender. Guten Tag. Moin. Moin. Hi. Moin. Ja, also in der Gegend ist auch in echt viel mit Wiel. Wattwil, Bütschwil, Rickwil oder wie das da alles heißt. Das rede ich immer mit Wiel immer. Wattwil, ne? Sowas. Ratsch. Hallo. 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 Nächste Haltestelle. Niederwil. Lerchenweg. Hi. Hallo, grüezi. Rapperswil. Nächste Haltestelle, Neunkirch, Post. Sehr gut, heizen. Er ist jetzt auch nicht so kalt, finde ich, jetzt aktuell draußen. Naja, also jetzt nächste Woche soll es hier in Siegen 7 Grad werden, nachts 4 Grad. Da kannst du ja bald schon wieder T-Shirt rausholen. Ey, weißt du, T-Shirt rausholen, echt. Wahnsinn.
Grüßen wir mal den Kollegen, der hat auch gehupt. Von NVR-Reisen. Grüße zurück an René2611, falls er das Video anschaut. Oh, jetzt sind wir in Falkensee hier. Oh, schön, so ein Tor hier. Das ist ja richtig cool. Das ist ja richtig geil gemacht. Generelli. Ja, wir nicht. Schick. Oh, da müssen wir aber ein Video machen. Ein Thumbnail eigentlich schon. Schönes Thumbnail. Das passt schön mit dem Torbogen hier. So viel Zeit muss sein. Hallo. Hallo. Ja, wir erreichen schon die Endstation unserer Reise auf der fiktiven Schweizer Karte Neunkirch. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Karte geben. Mal schauen, ich denke mal, wir werden da noch ein Video von der Karte machen mit dem neuen Bus, der ja rauskommt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet, einen Kommentar drunter schreibt. Wie ihr so die Karte findet, habt ihr sie euch runtergeladen oder, ja, habe ich es nicht geschafft, muss ich noch warten. Aber, ja, 22 Minuten Fahrt, ein Einblick in die Karte, es reicht. Also, habe ich hier zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen für euch und habe ich die Karte, die Genehmigung. Ja. So, okay. So, ich würde einfach mal sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ach, ist die Tür hinten wieder zugegangen. Ups. So, alle aussteigen, bitte. Genau. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und ich wünsche euch noch eine ruhige Restwoche. Ist ja erst Anfang der Woche, aber kann man so sagen. Ja, ich hoffe mal, schauen wir mal, was am 4. Advent im Adventskalender drin ist. Und ja, bis zum nächsten Mal, Freunde. Hautet rein. Ciao, ciao.